Miteinander schrie Dr. Mahler und Mariam gleichermaßen an, während sie sie vor sich her nach oben scheuchte. Es war eine wilde, panikgeborene Mixtur aus Flüchen, Aufforderungen, Beschimpfungen und Wut auf die Degenerierten, die aus ihrem Mund kam. In diesem Moment nahm Wanda gar nicht wahr, was sie brüllte. Auch nicht, dass sie Mariam ein nutzloses Stück Dreck nannte, als sie sie grob wieder auf die Füße riss, als das Mädchen auf halber Turmhöhe stolperte. Wanda war in Gedanken bereits einen Schritt weiter und alles, was auf dem Weg zur Spitze des Kirchturms auf der Treppe geschah, war in ihrem Kopf bereits abgehakt. Die Treppe, die Engstelle, die die Treppe darstellte, würde ihnen ermöglichen, Zeit zu schinden. Und Zeit war es, die sie brauchten. Zeit und das Funkgerät. Hoffentlich ist dieser dämliche Turm hoch genug. Hoffentlich sind sie in der Nähe. Hoffentlich können sie uns hören. Hoffentlich hält die Tür noch eine Weile. Die Tür hielt nicht. Sie konnte das euphorische Gebrüll der Degenerierten hören, wie es von den Wänden reflektiert nach oben schallte. Sie waren drin. Sollte sie Mahler eine Waffe geben? Nein, auf keinen Fall. Sie würde die Degenerierten auf der Treppe aufhalten und Mariam würde das Funkgerät bedienen. Wie weit war es noch? Wann würden sie endlich ganz oben angekommen sein? Verdammter mieser Scheißturm. Wieder brüllte Wanda das Mädchen und ihren Gefangenen an. Sie verstanden es einfach nicht. Oder doch? Konnten sie wirklich nicht schneller? Aber sie mussten. Hoch. Immer weiter hoch. Bis ganz nach oben. So schnell es ging. Schritte von unten. Das Geräusch von Kleidung, die an Wänden entlang scheuert. Noch war es leise. Aber es würde bald lauter werden. Sie würden näher kommen. Sie würden kommen und versuchen, sie zu töten. Zwei Drittel hatten sie geschafft. Vielleicht 50 Meter. Jetzt war es Dr. Mahler, der stürzte. Da seine Hände nach wie vor hinter seinem Rücken gefesselt waren, konnte er den Sturz nicht abfangen, würde eine Beule geben. Wanda schubste Mariam, die hinter Mahler gerannt war, unsanft zur Seite. Das Mädchen prallte gegen die Wand und ging ebenfalls zu Boden. Wanda fluchte, hielt inne, streckte Mariam die Hand hin, zog sie wieder hoch. Für den Bruchteil einer Sekunde malte sie sich aus, wie sie dem Idioten für jede Treppenstufe einmal in die Eier treten würde, so lange, bis sie endlich oben angekommen wären. Stattdessen half sie ihrem Gefangenen auf die Füße und stieß ihn weiter voran. Seine Bronchien pfiffen. Verdammtes Weichei. Wanda zog Mariam an der Hand hinter sich her. Auch das Mädchen keuchte und schnaufte. So schwer, gutes Personal zu bekommen. Wanda kämpfte den hysterischen Lachanfall, der aus ihr herausbrechen wollte, nieder. 10 Sekunden, 10 Minuten, 10 Stunden, 10 Tage oder 10 Jahre. Wanda wusste es nicht, aber irgendwann waren sie oben. Sie schubste Mahler in eine Ecke und warnte ihn, sich ja nicht zu rühren. Sie tat das nicht mit Worten. Auch ihr fehlte der Atem dazu. Sie gestikulierte nur mit ihrem Gewehr und er verstand. Sein Kopf war rot und Wanda fürchtete fast, dass irgendwo in dem Kerl eine Ader platzen würde. Maria machte sich augenblicklich daran, das Funkgerät einsatzbereit zu machen. Eine Woge von Wärme, von Stolz durchflutete Wanda, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Sie hatte verstanden, sie musste ihr nicht sagen, was zu tun war. Beinahe. Deine Waffen! Gib mir deine Waffen und dann funk weiter! Mariam ließ zuerst die Pistole und dann ihr Gewehr über den Boden in Wandas Richtung schlittern. Die Geräusche von unten kamen näher. Erst als Wanda sich oberhalb der Treppe, die die Degenerierten heraufkommen mussten, in Position gebracht hatte, begann sie mit Blicken ihre Umgebung abzutasten. Das letzte, höchste Stockwerk des Turmes, über dem sich ein weiterer, nicht über Treppen zu erreichender Überbau befand, auf dem wiederum die Statue eingepflanzt war, die sie von unten gesehen hatten, war achteckig und maß ungefähr 6 Meter im Durchmesser.
In der Mitte dieser, von einem reich verzierten Geländer gesäumten Plattform, war eine große Messingglocke aufgehängt. Sie reichte von der Aufhängung aus bis in ein Loch im Boden hinein. Ringsum hatte man Raum gelassen, damit sie schwingen konnte. Mariam hatte das Funkgerät bereits in Händen, konnte aber noch nicht sprechen. Noch war sie zu sehr außer Atem, und die wenige Luft, die sie stoßweise aus ihrer Lunge presste, verwandelte sich im Spätwinter in kleine Wölkchen, die sich bald auflösten. Sie hatte sich mit dem Rücken an das gemauerte Turmgeländer gelehnt, und Wanda konnte sehen, dass das Kind sich Mühe gab, seine Atmung zu normalisieren. Mit offenem Mund starrte sie auf die Kirchenglocke. Wanda erkannte, dass es weder kindliche Neugier war, noch Staunen über die Kunstfertigkeit, mit der dieses Bauwerk erschaffen worden war, sondern pure, angestrengte Konzentration. Mariams Augen suchten die von Wanda, und Wanda verstand, dass es keinen weiteren Anweisungen bedurfte. Sie zog ihre eigene Pistole raus. Die war noch voll. Wie viele Kugeln waren noch in der von Mariam? Wanda versuchte sich zu erinnern, aber es gelang ihr nicht. Sie konnten jeden Moment hier sein. Sollte sie Maler die Gewehre laden lassen? Nein. Ein schneller Blick, der verbale Ausbruch von vorhin, schien all die Tatkraft des Mannes verbraucht zu haben. Er hatte sich in einer Ecke zusammengekauert, dicht neben Mariam, und tat gar nichts. Weder bat er um eine Waffe, noch lamentierte er. Ob es ihm wirklich egal war, was passieren würde, oder war er einfach nur gelähmt vor Angst? »Hab ein Auge auf ihn, ja?« wandte sich Wanda keuchend an Mariam. Die Augen des Mädchens glitten für eine Sekunde zu dem Gefangenen hinüber, dann zurück zu Wanda. Mariam nickte. Weitere Geräusche von unten. »Dein Rucksack, werf ihn zu mir!« Wieder gehorchte Mariam den Anweisungen, die Wanda gab. Wanda brachte zuerst Mariams Rucksack und dann ihren eigenen zwischen sich und den Treppenaufgang und ging dahinter in die Knie. »Ein lächerliches Schützennest habe ich mir da gebaut«, dachte sie, »aber die Rucksäcke waren besser als nichts. Hatte sie noch Munition für die MP?« Sie versuchte sich zu erinnern, aber es wollte ihr einfach nicht gelingen. Und dann ging es los. Ein Kopf tauchte auf. Wanda feuerte ihre Pistole ab. Der Kopf verschwand wieder. Sie wusste nicht, ob sie getroffen hatte. Stimmen drangen von unten herauf, manche flüsternd, manche heiser und wütend. »Hallo? Hallo, kann mich jemand hören?« Mariam ließ die Sprechtaste los und wartete auf Antwort. »Nichts. Den nächsten Kanal. Nimm den nächsten Kanal und hör nicht auf. Sag ihnen, dass wir Dr. Mahler haben und Hilfe brauchen. Los, mach schon!« Wanda hatte diese Worte gesagt, ohne den Treppenaufgang aus den Augen zu lassen. Der Erste, der seinen Kopf hier oben hatte blicken lassen, war langsam herangekommen, vorsichtig und lauernd. Was würden sie als Nächstes versuchen? Stürmen? Sie mussten doch wissen, dass so ein Versuch Selbstmord gleichkam, oder? »Hallo, wir sind auf dem Turm mit Dr. Mahler. Wir brauchen Hilfe. Kann uns jemand hören? Hallo?« Nichts. Nur statisches Rauschen. Die Schatten, die unten im Treppenaufgang von den Degenerierten an die Wand geworfen wurden, waren in stetiger Bewegung. Sie versammelten sich, sprachen sich ab, heckten etwas aus. Wanda konnte es fühlen, und es machte sie wahnsinnig, dass sie nichts tun konnte, außer zu warten. Mariam hatte erneut den Kanal gewechselt und sagte ihren Spruch auf. Zwei Degenerierte sprangen in Wandas Feuerzone. Links ein Axtwerfer, der ein Bruder des Toten unten auf den Stufen des Kircheneinganges hätte sein können. Rechts eine untersetzte, in unförmige Lumpen gekleidete Frau mit Armbrust. Die beiden nahmen die komplette Breite der Treppe ein. Sie versuchten nicht, die Stufen nach oben zu stürmen.
Der Axtwurf war miserabel schnell und hastig, ängstlich ausgeführt, und die Waffe schlitterte an der Wand des Treppenhauses entlang nur grob auf Wanders Position zu, prallte gegen die letzte Stufe der Treppe und schlitterte dann von hellen metallischen Geräuschen begleitet wieder ein paar Stufen hinunter. Dennoch erfüllte das Manöver seinen Zweck. Denn es band genug von Wanders Aufmerksamkeit, um der degenerierten Frau mit der Armbrust zu ermöglichen, sich eine halbe Sekunde mehr Zeit zum Zielen zu nehmen. Ihr Bolzen hatte schon die halbe Strecke zu Wanda zurückgelegt, als diese den Abzug der Pistole zweimal betätigte. Der erste Schuss traf den Axtwerfer mitten in den Brustkorb. Die ausgeworfene Patronenhülse glitzerte seltsam schön in der Luft, bevor sie gegen die Kirchenglocke prallte und ein hohes, lange nachschwingendes metallisches Geräusch erzeugte. Der Axtwerfer prallte zeitgleich mit Wanders zweiter Kugel gegen die Wand des Treppenhauses. Er hinterließ dort sein Blut, das sich in einer langen Spur nach unten zog, als er zusammenbrach. Die Kugel hinterließ dort nur ein Loch, was Wanda wie in Zeitlupe bemerkte, während der Bolzen der Armbrustschützin dicht an ihrem Kopf vorbeizischte. Bevor Wanda erneut abdrücken konnte, war die Frau bereits wieder um die Ecke herum verschwunden, und nur die weit aufgerissenen toten Augen des Axtwerfers schienen immer noch Todesdrohungen in Wandas Richtung abzufeuern. Sicher war die Frau gerade damit beschäftigt, ihre Armbrust erneut schussbereit zu machen. Wanda änderte ihre Position, presste sich ans kunstvoll gemauerte Geländer des Turmes, um es der Frau unmöglich zu machen, aus Erinnerung schießen zu können, wenn sie das nächste Mal um die Ecke herumkommen würde. Mariam war inzwischen wieder beim ersten der vier Kanäle des Funkgerätes angekommen und machte einfach weiter. Ihrer Stimme war anzuhören, dass sie langsam aber sicher zu zweifeln begann. Auch Wanda war sich alles andere als sicher, dass es funktionieren würde. Heilbronn, sag ihnen, dass wir in Heilbronn auf dem Kirchturm sind, auf dem Großen. Mariam nickte, machte mit erweitertem Text weiter. Kanal um Kanal, wieder und wieder. Minuten vergingen, in denen sich keiner der Degenerierten am Fuß des letzten Treppenabsatzes blicken ließ. Aber sie waren noch da. Wanda wusste es, sie konnte ihre Schatten sehen, konnte ihr Flüstern hören. Sie durfte nicht nachlassen in ihrer Aufmerksamkeit. Sie heckten etwas aus, da war sie sich sicher. Was würde sie an deren Stelle tun? Sie würde mindestens einen oder zwei losschicken, um Verstärkung zu holen. Sie würde... Ihr müsst irgendwann wieder runterkommen. Das ist euch doch klar, oder? Ein dreckiges Lachen folgte diesen Worten, voller Bosheit und Arroganz. Es war eine Frauenstimme, die da lachte, und Wanda war sich sicher, dass sie der Armbrustschützin gehörte. Wir warten unten auf euch. Lasst euch ruhig Zeit. Stunden oder Tage, das spielt für uns gar keine Rolle. Ihr hättet nicht hierher kommen sollen, wisst ihr? Ihr hättet nicht auf uns schießen sollen. Jetzt gehört ihr uns. Wieder ein dreckiges Lachen, dann konnte Wanda Schritte hören, die sich entfernten. Natürlich, sie hatten eingesehen, dass sie sie nicht sofort überrennen konnten. Dass der Preis zu hoch sein würde. Ihre erste Wut war zusammen mit dem Leben des Axtwerfers geschwunden. Vielleicht würden sie wirklich unten warten. Vielleicht würden sie auch in einer Stunde wiederkommen, vielleicht in der Nacht. Vielleicht würden sie sich aber auch um die Kirche herum, um den Turm herum einrichten und einfach nur warten, bis ihre Beute die Nerven verlieren würde, bis ihr, bis ihnen das Essen und das Wasser ausgehen würde. Vor ihrem inneren Auge sah Wanda Degenerierte, unendlich viele Degenerierte in der Nacht, außen am Turm hochklettern, Schatten, die nichts anderes ausstrahlten als absolute Mordlust, wie eine Schar alles fressender Insekten,
Schwarze, hässliche Käfer mit leuchtend roten Augen, die sich an den gotischen Verzierungen, Vorsprüngen und Wasserspeiern entlanghangelten. Natürlich wusste sie, dass das Schwachsinn war, aber dennoch erschauerte sie. Auch Mariam und Dr. Mahler hatten die Worte der Frau gehört. Während Dr. Mahler darauf nicht reagierte, hatte Mariam ihre Bemühungen unterbrochen und schaute Wanda fragend an. »Sieht so aus, als hätten wir ein wenig Zeit. Schalt das Funkgerät aus. Wir versuchen es in einer Stunde nochmal. Vielleicht sind sie ja dann in der Nähe. Wir haben nur noch einen Balken.« Wanda verstand nicht sofort. »Balken? Die Batterie. Sie ist bald leer.« Wanda nickte nur. »Ja, klar. Was sonst?« Dann machte sie sich daran, alles, was sie an Munition mit sich führten, aus den Rucksäcken herauszuholen, hinter denen sie nach wie vor kniete. Sie gab sich Mühe dabei, den Treppenaufgang nicht aus den Augen zu lassen. Es konnte eine Finte sein. Als sie alles geordnet und die Waffen erneut geladen hatte, stellte sie fest, dass sie nur noch über 8 einzelne 9mm und 5 der großen messingfarbenen Gewehrpatronen verfügten. Nur noch eine Handvoll tot. Deprimierend. Sie lauschte angestrengt. Lauerte hier oben um die Ecke herum wirklich niemand mehr. Als sie sich sicher war, verließ sie ihre Deckung, schlich die Pistole in der Hand ein paar Stufen nach unten und holte die Axt. Dann gab sie Mariam ihre Waffe zurück. Gerne hätte sie dem Kind etwas Ermutigendes gesagt, es gelobt. Aber sie hatte Angst, dass ihre Worte falsch und hohl klingen würden. Aufgesetzt, optimistisch. Stattdessen holte sie etwas zu essen, ein Stück Wurst und einen Schokoriegel, den sie in 2 Hälften brach, hervor und hielt dem Kind die Hälfte der kargen Rationen entgegen. Mariam kam herüber. »Wie viel haben wir noch?« »Genug für vielleicht 5 Tage, wenn es sein muss. Wir müssen sparsam sein. Und wenn es leer ist, dann müssen wir runter. Aber das wird nicht passieren. Sie werden kommen, ganz sicher. Aber die Batterie?« Mahler, der sich nicht hatte anmerken lassen, dass er zugehört hatte, machte ein verächtliches Geräusch. Dann trat er mit aller Kraft gegen die Glocke. Wanda hatte sehen können, dass er sich angestrengt hatte, trotzdem schwang das schwere Metallkonstrukt nur träge. Die Aufhängungen knirschten. Wagner trat noch einmal dagegen. Noch einmal und noch einmal. Das Knirschen wurde lauter. »Ist ja gut, Doktor, einverstanden. Danke für den Hinweis. Wäre aber einfacher, den Klöppel zu bewegen.« Er hustete trocken. »Er müsste aber jemand ein Stück tiefer gehen.« Wanda sagte nichts. Das würde sie nicht tun. Nicht, solange das Walkie-Talkie noch Strom hatte. Wenn sie die Glocke schlagen würden, konnte das alles Mögliche anlocken. Vielleicht Hilfe, aber vielleicht würde das Dröhnen auch noch mehr Degenerierte hierher führen. Schüsse schreckten ab. Glockengeläut. Nicht so sehr. »Lassen Sie die Glocke in Ruhe. Wollen Sie etwas essen?« »Nein.« Sie wandte sich wieder von ihm ab und biss in ihre Hälfte des Schokoriegels. Mariam kaute ebenfalls und hatte sich neben Wanda hingehockt. Der Anblick des toten Degenerierten, der zu ihnen hinaufstarrte, schien das Mädchen nicht zu stören, bemerkte Wanda. Sie beachtete ihn gar nicht, sondern begann in ihrem Rucksack zu kramen. Bald zog sie ihre Hände wieder hervor. Sie hielten ein Fernglas. Mariam stand auf und trat an die Brüstung. Sie setzte das Fernglas an und begann zu suchen. »Siehst du welche? Auf dem Platz? Degenerierte? Nein, ich sehe gar nichts. Nur Häuser und Bäume. Auch keine Autos? Keine, die sich bewegen. Such weiter.« Keine Degenerierten auf dem Platz. Sie lauerten also noch im Gebäude. Wie viele mochten es wohl noch sein? 8? 10? Mehr? Verdammt, sie konnten überall sein. Mindestens einer würde sich auf Spähposten befinden, während die anderen ganz entspannt warten konnten, bis ihnen die Nahrung ausgehen würde. Wie sollten sie sich bloß aus dieser Situation befreien, wenn das Funkgerät nicht... »Da ist was!« Wanda drehte sich um. Sie konnte Mariam nicht sehen.
Sie musste sich auf der anderen Seite der großen Glocke befinden. Was? Was ist da? Was siehst du? Sag schon! Keine Antwort. Zumindest nicht sofort. Die Zeit, bis Mariam wieder die Stimme erhob, kam Wanda unendlich lang vor. Sogar Dr. Mahler hatte seinen Kopf wieder gehoben. Sie sind es, die beiden LKW, mehr Autos, drei Motorräder fahren voraus. Sie sind noch weit weg. Das Funkgerät, Mariam. Sie sind nahe genug für das Funkgerät. Schnell! Mariam reagierte endlich. Ungeduldig beobachtete Wanda, wie das Mädchen hinter der Glocke hervorkam, das Fernglas ablegte und das Funkgerät in beide Hände nahm. Schneller, mach doch schneller. Statt diesen Gedanken zu artikulieren, sagte Wanda, vergiss nicht ihnen zu sagen, dass wir Maler haben. Die Zeit schien immer noch stillzustehen, während Mariam sich durch die Kanäle wählte und ihren Text aufsagte. Kanal 1, keine Antwort. Kanal 2, keine Antwort. Kanal 3, keine Antwort. Kanal 4, auch keine Antwort. Mariam sah auf, bittere Enttäuschung im Blick. Sie können uns nicht hören. Sie können uns nicht hören. Warum nicht? Warum? Ganz ruhig, Mariam. Mach einfach weiter. Ganz ruhig. Wieder Kanal 1. Keine Antwort. Kanal 2. Keine Antwort. Mariam schaltete auf Kanal 3 weiter. Wir haben Dr. Mahler. Wir sind oben in der Kirche, oben auf dem großen Turm. Wir brauchen Hilfe, wir werden angegriffen. Sag ihnen, dass Robbie bei uns ist. Aber Robbie ist doch... Sag es ihnen. Sag ihnen, er ist hier und dass er verletzt ist. Kanal 4. Wir haben Dr. Mahler. Robbie ist auch bei uns, aber er ist verletzt. Wir sind in der Kirche oben auf dem großen Turm. Wir brauchen Hilfe, kommt schnell! Es fiel Wanda schwer, die Treppe weiter im Auge zu behalten. Am liebsten hätte sie Mariam das Funkgerät aus den Händen gerissen und den Notruf selbst ausgesandt. Machte das Kind es überhaupt richtig? Vergaß es vielleicht, den Knopf zu drücken, bevor es sprach? Gerade wollte Mariam wieder zu Kanal 1 schalten, da endlich war eine fremde, blecherne Stimme zu hören. Bitte wiederholen! Bitte wiederholen! Robbie! Robbie, bist du das? Nein! Nein, hier ist nicht Robbie, hier ist Mariam! Wir sind auf dem Kirchturm. Unten sind Degenerierte. Ihr müsst schnell kommen. Bitte kommt schnell. Wir haben Dr. Mahler und Robbie ist auch hier. Aber er ist ganz arg verletzt. Wir brauchen Hilfe. Habe verstanden. Bleib auf diesem Kanal und warte, bis ich mich melde. Ein unglaublich großes Gewicht schien von Wanda abzufallen und sie konnte sehen, dass es Mariam genauso ging. Als das Gewicht dann ganz abgefallen war, begann Wandas Herz noch schneller zu schlagen. Sie durfte jetzt keinen Fehler machen, nicht den Blick von der Treppe nehmen. Nicht so kurz vor ihrer Rettung. Was macht die Batterie? Mariams Gesicht veränderte sich in einem Sekundenbruchteil von kindlicher Freude über ihren Erfolg zu einer Maske des Erschreckens. Sie blinkt, der letzte Balken blinkt. Sag ihnen, dass sie sich beeilen müssen. Sag ihnen nochmal, wo wir sind. Mariam tat es. Dann war die Batterie leer. Wanda erkannte das an Mariams Gesichtsausdruck, noch bevor das Mädchen die Hand mit dem Funkgerät langsam nach unten sinken ließ. Macht nichts, Mariam. Nimm das Fernglas. Kannst du sehen, was sie machen? Mariam reagierte zuerst nicht. Erst als auch Dr. Mahler sie anschnauzte, endlich das Fernglas zu nehmen, kam wieder Bewegung in Mariam. Sie sind stehen geblieben. Sie bewegen sich nicht. Natürlich, sagte Wanda. Sie müssen sich beraten. Behalte sie einfach weiter im Auge. Mach ich. Wieder meldete sich Dr. Mahler vom Boden aus zu Wort. Ihr kennt diese Typen, zu denen ihr mich bringen wollt, gar nicht, oder? Was sind das für Leute? Es sind momentan die einzigen Leute, die uns helfen können. Mehr braucht sie im Moment nicht zu interessieren. Aber halten Sie Ihre dämliche Klappe. Passiv hatte er Wanda besser gefallen. Für einen kurzen Augenblick drehte sie sich zu ihm um, warf ihm einen Blick zu und sagte,
Machen Sie jetzt keinen Ärger. Es wird sich bald alles aufklären. Aufklären? Willst du dämliches Stück mir etwa erzählen, dass du mir irgendetwas sagen könntest, das es entschuldigen würde, dass ihr uns überfallen und meine Freunde getötet habt? Das soll wohl ein Witz sein, oder? Dr. Mahler lachte sarkastisch. Hab ja keine Ahnung, wie eure Agenda aussieht, aber... Halt die Fresse, Doktor! Mehrere Minuten vergingen, ohne dass jemand etwas sagte. Minuten, in denen Mariam durch das Fernglas starrte, mit einer ausdauernden Treue ihrer Aufgabe gewidmet, die nur ein Kind aufbringen konnte. Mahler starrte vor sich hin auf einen Punkt zwischen seinen Schuhspitzen. Wanda, die immer noch ihre Pistole in der Hand hielt und die Treppe nicht aus den Augen ließ, ertappte sich irgendwann dabei, den toten Degenerierten anzustarren. Wer zuerst blinzelt, hat verloren, Arschloch. Wanda stellte sich auf einen harten Kampf ein. Dann, eine kleine Ewigkeit später, lenkte sie irgendetwas von dieser Albernheit ab. Mariam meldete sich wieder zu Wort. »Sie kommen! Wanda, sie kommen endlich! Nein, warte! Nur die Motorräder! Die LKW und die anderen Autos bleiben stehen! Sie schicken die Motorräder vor!« Wanda dämmerte, dass sie einen Fehler gemacht hatten. »Verdammte Scheiße! Wir hätten ihnen sagen sollen, wie viele von den Kerlen hier sind. Ist das Funkgerät wirklich nicht mehr zu gebrauchen?« »Ich glaube nicht, aber ich versuche es nochmal.« »Ja, mach das.« Es wäre mehr als ungünstig, wenn die Motorisierten, wenn sie ihnen schon zur Hilfe eilen wollten, Verluste zu beklagen haben würden. Die Lüge, was Robbie anging, würden sie ihnen vielleicht verzeihen. Bestimmt würden sie einsehen, dass es aus ihrer Sicht notwendig gewesen war. Überlebensnotwendig. Aber wenn sie noch mehr Leute verlieren würden, wer weiß, was sie dann tun würden. Einige Sekunden später, Sekunden, in denen Mariam erfolglos versucht hatte, das Funkgerät zu benutzen, obwohl die Batterie leer war, konnte Wanda die Motoren hören. Was sollten sie tun? Wanda versuchte, sich in den Anführer der Motorisierten hineinzuversetzen und wägte ihre Optionen ab. Am sichersten wäre es, einfach hier oben abzuwarten, bis die Autoleute mit den Degenerierten aufgeräumt hätten. Wanda war hin und her gerissen. Sie schuldete Mariam diese größtmögliche Sicherheit. Auf der anderen Seite hatte sie Pläne mit den Motorisierten. Bei ihrer ersten Begegnung hatte ihr Anführer sie und das Mädchen als bestenfalls lästig eingestuft. Als eine überflüssige Belastung. Das würde sich hoffentlich ändern, wenn sie ihm diesen Dr. Mahler ausliefern würde. Aber ob das genug war, ob es ausreichte, um den Mann dazu bewegen zu können, sie in seine Gruppe aufzunehmen, noch dazu jetzt, wo sie ihm nicht nur stolz ihre Beute präsentieren konnte, sondern ihm auch erklären musste, wie Robbie zu Tode gekommen war. Nein, beantwortete sie sich ihre eigene Frage. Nein. Dr. Mahler würde als Eintrittskarte in die Welt dieser Leute vermutlich nicht ausreichen. Wie jede Gruppierung, die über Jahre hinweg zusammengewachsen war, die ein gemeinsames Ziel verband, waren die Motorisierten ein eingeschworener Haufen, eine Art Familie. Nein, sie durften nicht zulassen, dass einer der Späher auf den Motorrädern getötet wurde. Mariam, was denkst du? Wie lange brauchen sie noch? Ein paar Minuten vielleicht? Die Antwort klang unsicher. Wanda löste einen der Tragegurte von ihrem Rucksack und wies Mariam an, für einen Moment das Fernglas sinken zu lassen und an ihrer Stelle die Treppe zu bewachen. Dann fesselte sie Malers Beine wieder. Er ließ es ohne Widerstand geschehen, fragte aber, was sie vorhabe. »Ich gehe runter.« Wenn sie kommen, gehe ich runter und leiste meinen Beitrag. Und damit du nicht versuchst, irgendeine miese Nummer mit Mariam abzuziehen, während ich unten bin, binde ich dir die Füße zusammen. Wanda überprüfte auch die Kabelbinder, die seine Handgelenke hinter seinem Rücken zusammenhielten. Keine Tricks, Doktor. Mariam, pass auf den Kerl auf. Er sagte nichts mehr. Auch Mariam sagte nichts, griff aber kurz nach Wandas Hand und drückte sie fest,
bevor Wanda sich auf den Weg nach unten machte. Stufe um Stufe stieg Wanda den Turm hinunter. Hinter jeder Windung, hinter jeder Ecke konnte eine Armbrust, ein Speer oder sonst irgendetwas Spitzes oder Tödliches lauern. Wanda kämpfte die Anspannung und die Angst nieder. Sie wusste, dass noch viele Ecken und Windungen auf sie warteten. Sie sagte sich, dass sie es sich nicht leisten konnte, vor jeder von ihnen vor Angst und Adrenalin einen beinahe Herzinfarkt zu erleiden. Ruhig lautete ihr Mantra, und in Gedanken sagte sie es auf bei jedem Schritt, den sie tat. Der Motorenlärm war noch näher gekommen. Sie hoffte, dass ihr Timing halbwegs funktionieren würde. Sie sollten sehen, dass sie fähig war, ihren Beitrag zu leisten. Als sie ein Drittel ihres Weges hinter sich gebracht hatte, ohne auf einen Degenerierten zu stoßen, schlug ihr Herz schon nicht mehr ganz so schnell. Nach einem weiteren Drittel begann Wanda, sich nicht mehr als Beute zu fühlen. Sie fühlte sich eiskalt, überlegen, tödlich. Sie spähte um die nächste Ecke, so wie sie es schon die ganze Zeit über getan hatte. Ein schneller Blick, dann den Kopf sofort wieder zurückziehen. Nichts, aber war da nicht doch etwas? Doch nichts, was man sehen konnte. Leises Gemurmel, das durch den stetig, aber viel zu langsam lauter werdenden Krach der Motorräder drang. Mindestens 2 hinter der nächsten Biegung, schätzte Wanda. Sollte sie noch warten? Waren die Motorräder inzwischen schon auf dem Platz angekommen? Die Degenerierten mussten die Motoren doch auch hören, oder? Wie würden sie darauf reagieren? Würden sie sich in der Kirche verschanzen? Würden sich die, die abgestellt waren, den Turm zu bewachen, nach unten, nach draußen begeben, um sich den Speeren der Motorisierten zu stellen, um sie anzugreifen? Wann war der richtige Zeitpunkt, um die Ecke zu stürmen und den Kampf zu beginnen? Wie würden die Späher auf Schüsse reagieren? Würden sie ihren Rettungseinsatz abbrechen und sich in Sicherheit bringen, sobald sie ein Feuergefecht hören würden? Dann wäre Wanda in noch größerer Gefahr als ohnehin schon. Ebenso, wenn sie zu früh mit ihrem Angriff beginnen würde. Nein, jetzt schon anzugreifen war keine gute Idee. Sie zwang sich, die angespannten Schultern zu lockern und die halb geduckte Haltung, in der sie sich fortbewegt hatte, für einen Moment aufzugeben. Sie stand in der Mitte der Treppe und lauschte weiter. Sie würde warten. Sie würde warten, bis sie die Maschinenpistolen der Motorradfahrer rattern hören würde. Sie würde warten, bis sie da wären. Dann würde sie den Degenerierten in den Rücken fallen und sie würde keine Gnade kennen.